Ich bin mit Donald Duck aufgewachsen. Also es waren die ersten Heftchen, die ich nacherzählen konnte. Viel Kinderbücher gab es damals ja nicht. Und diese Donald Duck-Geschichten, die haben mir immer ausgesprochen gut gefallen. Und ich habe dann eben für mich angefangen zu zeichnen, habe Karikaturen gemacht von Kennedy und Khrushchev und solchen Sachen. Da war ich so 7, 8 und habe da so in den Pausen in der Schule meine ersten Erfolge gefeiert. Und es hat mir einfach immer Spaß gemacht. Ich hatte vor, ein Buch zu machen über einen kleinen Jungen, der im Krankenhaus seine Oma besuchen will. Also zunächst mal entwickle ich Figuren und fange dann an, die Sachen mit Bleistift auf Papier zu zeichnen. Und dann werden die eingescannt. Ja, und da hole ich mir dann zum Teil die Figuren aus diesen Dokumenten raus und verbaue die dann im Motiv. Und da habe ich dann mal probiert, wie es aussehen könnte, wenn der Junge einer Chefvisite gegenübersteht. Also ich habe da 1,5 Jahre etwa dran gehockt. Ja, irgendwann hat man die Schnauze voll davon. Und dann ist es aber auch wieder so, dass man begeistert ist. Also, dass man sich selbst auch damit überraschen kann. Das ist das Tolle daran. Mit dem Rechner, es gab schon viele Widerstände zu Anfang. Also gerade auch in der Kinderbuchszene. Dann haben sie ja gar kein Original mehr. Ich bin der größte Sammler meiner Arbeiten. Weltweit. Also das sind Titelbilder für einen Spiegel, die erschienen sind. Das war der erfolgreichste Titel in dem Jahr. Und Figuren, mit denen ich irgendwann noch mal eine Geschichte machen will, für mich einfach mal modelliert. Oder also einfach mal für mich erstmal probiert und dann geguckt. Vielleicht kann ich es irgendwann noch mal anwenden. Ja klar, das macht Spaß. Das ist Spielen. Also es ist richtig Spielen. Also mein Vater hat in seiner Freizeit sehr viel gezeichnet und gemalt. Und bei uns lag immer was rum. Also als ich 3 war oder so, hat er mit mir gezeichnet. Und wir haben alles Mögliche gebastelt. Und das war schon eine tolle Sache. Zack. Ob ich noch besondere Wünsche habe, beruflich? Nö, eigentlich nicht. Ich möchte das nächste Buch machen und dann das Buch danach.